Sportler aus 5 verschiedenen Nationen haben den Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt getrotzt und sich auf die 4,2 Kilometer lange Strecke durch die hügelige Innenstadt von Grein begeben. Es ist nirgends glatt, ihr könnt Vollgas geben. Es ist der Startschuss für den 11. Altjahreslauf, der dieses Jahr mit 261 Startern Teilnehmerrekord verzeichnen konnte. Für jeden zum Laufen, sage ich mal, von Kinder bis Erwachsene, auch alte Leute. Hauptsächlich für Schulen halt auch. Ne? Aber es gibt noch viele weitere Gründe, hier mit dabei zu sein. Ja, weil es einfach sich die Veranstaltung etabliert hat und es da wunderschön ist, durch die Stadt zu laufen quasi mit den gesperrten Straßen. Ich glaube, das Ambiente ist einfach einzigartig. Ich sage, 4 Kilometer kann ja jeder laufen. Leichte Ansteigungen drin und ist für jeden eigentlich, ja. Für eine neue Bestzeit auf der 4,3 Kilometer langen sehr selektiven Strecke sorgte der Top-ÖLV-Läufer Jürgen Eigner von der LAG Genböck-Hausried. Er überquerte bereits nach 13 Minuten und 22 Sekunden die Ziellinie am Stadtplatz. Ja, mein Ziel war so im Bereich 13,20, 13,30 zu laufen. 13,31 war der Rekord. Also ich habe mir den schon vorgenommen, aber es war härter wie geglaubt. Bei den Damen ging der Sieg an Irma Kubitschka von der LG Au-Pregarten, die Laufstrecke in 17 Minuten und 28 Sekunden bezwang. Ja, ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Ja, es ist mir voll gut gegangen. Also die Strecke ist wirklich was für mich, sehr selektiv, bergauf, bergab. Ja, sehr gut. Also für das, dass das erste Mal war, glaube ich, war es nicht so schlecht. Ich bin seit September nichts mehr gelaufen und für das war es, glaube ich, ganz okay. Ein schönes sportliches Finale für den TV Grein Leichtathletik, mit dem man zufrieden ins Sportjahr 2017 läuft. Zielpunkt ist der Jedermannlauf am 3. Juni und am 16. Dezember natürlich der 12. Altjahreslauf.